Oh, hey, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Funtainment München Regionals. Oh, yes. Seid ihr bereit? Geht so. Wie immer, nein. Ich hab mir schon nicht da. Wenn du verlieren willst, schon. Was spielt ihr? Ich spiel mal nicht. Normales. Nicht FDK. Nee, normales. Was ist damit passiert, Mann? Das war zu heftig für die Gegner, deswegen. Die haben zu sehr geweint, wo sie verloren haben. Deswegen spiel mal ein normales Ding. Kosten. Wie immer. Wie ist eure Einschätzung vom Meta hier so? Monarch ist, glaube ich, das meistgespielte Deck. Ich glaube, alles wird heute spielen, alles. Ja? Ja, wenn noch welche mal außerhalb kommen in München, dann halt Pepe Cosmo viel. Aber Monarch auf jeden Fall, weil das halt einfach billig ist. Ja. Und was ich noch so gesehen habe, ich glaube, BA, Yang Xing, also diese ganzen Low-Budget-Decks hier von den ganzen Jungs in München. Das wird mehr gut. Bist du dagegen gewappnet? Geht so. Geht so. Wird schon. Gutes Deck, läuft von alleine. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, Mann. Das ist einfach nur stark, Alter. Ich glaube, ich hab heute eigentlich echt nur Angst vor Dingen, nur vor Monarch. Weil die haben einfach zu viele... Die Spells nerven einfach. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. So, wenn sie einmal kommt auf dein Ding, habe ich eigentlich gar keine... Weiß nicht, klingt gar nicht so schlecht eigentlich. Was machst du, wenn du Teleport auf der Hand hast? Oder keine, dann schmeiß ich es halt ab, Alter. Ja, dann schmeißt du halt Teleport auf. Wenn ich im Vorteil bin und dein Ding gegierte, bin ich... passt es ja. Ja, probier sie aus, dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. So ist es. Was soll man sowas in der Sonntag spielen? Begrenzt entfernen. Hallo, die habe ich anfangs getestet, Mann. Die war jetzt krass. Du hast doch schon genug im Set, das wird schon reichen, Mann. Ja, drei Masken und ein Ding, Skill Drain. Und möglicherweise drei Duft. Ja, die könnte ich ja rein tun. Aber Duft hält ja nur eine Runde auf. Ja, und dann OTK. Tschüss. Oder wenn er nicht anfängt, ist Duft auch nicht so. Ja, und wenn ich nicht anfange und sie nicht habe, dann auch tot. Aber eigentlich ist es auf jeder Seite noch Karte. Oder halt einfach drei Wähler. Aber du hast sie doch getestet, oder? Und du hast sie nie gezogen, hast du gemeint, oder? Zwei Wähler geht schon. Dann hast du gespielt. Ich hab's halt einmal gezogen, einmal falsch eingesetzt. Soll ich zwei Wähler ein Köstchen spielen? Nein. Doch mal, ein Köstchen, wie sie testen. Okay, ich weiß schon, dass er sich tot zieht, das weiß ich jetzt schon mal. Köstchen, ich weiß nicht, Mann. Köstchen ist halt minus 1, Mann. Ja. Ja, natürlich. Aber Wähler ist ja auch minus 1. Mein, sagen wir mal, du machst Curse-Seal auf Pantheon, ja, dann kann er dann vom Friedhof entfernen? Das ist eine gute Frage. Das wollte ich gestern auch fragen. Ich kenne mich nicht sowas aus, oder? Ja, wir hatten mal einen Ruling-Experten. Aber Demi hat ihn verscheucht. Unser Team war damals echt umfangreich. Demi hat ihn aufgegessen, oder was? Fast. Und einfach drei Stormfall. Hm? Ja, da gibst du ihm halt seine eigene Medizin. Dann machst du Curse Seal auf Stormfall, dann nimmst du Dings. Werf die einfach auf für Pantheon oder mach Erebus und du den Heftig ist die richtig. Ja, aber du kannst dann mit Monster nicht mehr aufbauen. Ja, das ist das Wichtigste. Aber kann ich... Science. Hä? Ja. Probier's halt aus. Ja, Whale ist auch minus 1. Wähler werfe ich auch einfach. Weil Wähler ist eine Karte, aber da muss man halt meine Zauberkarte wegwerfen. Ja, das ist schon richtig. Ist halt eine gute Zauberkarte. Das ist auch so speziell, also meine Zauberkarte abwerfen. Ja, ja. Das ist echt schwer. Dennis! Der Leidende ist gekommen. Jetzt Scheiß fang, auf den Leidenden, Mann. Jetzt fangen die Leiden echt an. Was, auf ihn scheißen? Ja, Mann. Hörst du, Dennis? Scheiß auf dich. Was ist denn alles gut? Wo ist eigentlich Barisch? Der hat heute Tag auf der Tür, Schule. Der ist im Reich der Schatten verschwunden. Schau, wie er sich versteckt, Mann. Heule, wir beide, ich schwöre, ich kick dich raus, Alter. Geh mal verschlafen, Tag der offenen Tür. Mann, ich kick dich mal ohne Scheiß. Was kommt als nächstes? Ja, hier sehe ich seinen Ersatz. Verschlafen, Tag der offenen Tür, was kommt als nächstes? Schau mal, Nico fängt an wieder mit Yu-Gi-Oh! Und er war auf einer YCS, ist jetzt immer dabei, ja. Weißt? Haut's Barisch raus, Mann, ganz ehrlich. Ja, Mann, Barisch, du fliegst raus, Mann. Jo, was geht ab, Mann? Ja,
Kampfschaden. Tati schaut sich ein bisschen um, schaut sich die Konkurrenz und so an. Der Jim spielt halt mit, oder? Ja. Thomas Gottschalk. Okay, was war das für eine Frage, Mann? Bist du heute Entfernung? Ja. Bist du heute? Ja, ich spiele nicht beim Unternehmen. Ach, bist du nicht? Ich spiele noch gerade anmessen. Ah, okay. Willst du ihn nicht fragen, was er von Infernoid und so hält und seine Chancen mit Infernoid und sowas? Was liegt da? Was er davon hält? Ja! Hältst du den Infernoid zu zeigen? Hast du Chancen heute? Mal schauen, wenn ich Glück habe, wahrscheinlich. Gutes Matchup gegen was? Du bist ein gutes Matchup, darauf habe ich mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Ich mag das Decker was auch gerne. Du magst das Decker nicht einfach, oder? Ja, natürlich. Wie sind irgendwelche Anti-Elemente drin, gegen Cosmo oder Pippa oder sowas? Bist du irgendwelche Anti-Elemente am Menschen? Nein, nicht. Weil du eine Zeit hast, oder? Ja, genau. Okay. Die Zeit habe ich halt. Scouting-Elemente, Cosmo. Okay. Von Pippa habe ich nicht mehr so viel Schiss. Es gibt sehr viele. Eher von Cosmo, oder? Ja, Cosmo. Okay. So, was ist hier bei der Lok hier so? Wer ist denn der Lok hier mit, oder? Okay. Was spielst du heute? Infern heute? Was spielst du heute? Der Deutsche, was spielst du heute? Ha? Monarchs. Oh mein Gott. Ich leide jetzt schon wieder. Spielst du ja, keine Ahnung, spielst du irgendwelche, oder von welchem Deck habt ihr heute Angst, so, sag ich jetzt mal, oder? Jacob Players. Du? Jacob Players. Auch? Vor allem Strike und Traum. Also alle Decks. Aha. Und Cosmo habt ihr keine Angst, oder? Ich hatte gestern noch Strike. Ja? Nur vor allem Strike hab ich Angst. Ich bin begabt, ich bin immer. So, gehen wir weiter. Servus, ihr Leibniz, ihr seid ja alle weiter hergereist, ne? Was spielst du heute? Du spielst heute beim Turnier heute mit, oder? Was spielst du heute? Du? Cosmo, oder? Okay. Raid Raptor? Okay. Pepe. Aha. Und was sagst du so zum Hintergrund zu? Ausgeglichen. Und was habt ihr Angst vor welchen Decks? Eigentlich nur PP. Der Monarch ist kein Und Monarch. Du? Cosmo, keine Angst, oder? 50-50. Ja, okay. Dann sind wir mal gespannt, was ihr heute so reißen werdet. Ich werde alle gegen meine Geierversion haben. Ich sehe schon, Alter. Cosmo auch schon gespielt? Ja, schon. Aber Cosmo ist einfach zu spielen, aber du musst halt schon die UTK gucken. Das musst du schon kennen. Du musst die Plays kennen. Aber Mirror-Match fickt dein Kopf, oder? Mirror-Match beste, Mann. Ganz ehrlich, die schlimmste Mirror-Match ist Monarchen gegen Monarchen, Mann. Das dauert 2 Stunden, Mann. Das ist wirklich... Wenn ich gegen so Monarchen gespielt habe auf die Ende, das hat echt 2 Stunden gedauert. Echt? Das war echt schlimmer. Warum? Keine Ahnung. Jeder zieht und wenig Schaden und Kontrolle und das war echt schlimm. Leidet doch nicht so viel, Jungs. Leidet. Alles wird gut, Mann. Alles wird gut. Spielst du nicht die Monarchen mit Extra-Deck-Version, also? Nee, bis ich die extra Karten besorgt hätte. Aber nee, finde ich auch gut, weil mit diesem ganzen Photon-Scheiß kannst du OTK geben. 4000, was für Photon-Scheiß, Mann? 4000, doppelter Angriff. Kennst du? Also ich kenne die Monster schon, aber ich weiß nicht, wie er drauf kommt, sagen wir mal so. Es gibt so eine XYZ, glaube ich, da kannst du zwei Achter überlagern zu irgendeinem aber und dann kannst du über den nochmal einen... okay, ich kenne die, ja. Ja, das schon, aber du hast Achter, sind deine großen Monster, oder? Genau. Ja, die Mega-Monster. Kannst du UTK geben, kannst du Lancelot geben. Na ja. Was hältst du von Super Quantum Engine? Mit Monarchen. Genau, wieso spielst du die nicht? Kann man totziehen, weiß ich nicht. Ist echt nicht schlecht, aber kann man auch schlecht. Aber ich dachte... Aber alle sagen, das ist konstanter als genau, das ist konstanter mit dem. Wobei, du spielst ja mit mehr Draw. Ja, was? Nee, ich spiele ohne Super Quantum. Du kannst auch, wenn du, keine Ahnung, du kannst schon totziehen. Wie viel Rote willst du dann spielen im Deck? Drei. Ja, das ist dieser Fünfer, oder? Ja. Ja gut, du spielst ja Ding, du spielst ja diese Engine mit Draw halt, du kannst ja die rausdrucken. Ich finde, mit Draw ist konstanter. Ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt, aber die meisten sagen das halt so, dass es halt jetzt durch diese Super Quantum Engine halt besser geworden ist. Kommt drauf an, wie du ziehst, wenn du das nicht mehr... Hast du ein Scrolling gesehen? Ja. Weiß ich nicht. Irgendwo habe ich den gesehen. Sehr interessant alles hier. Trunk versucht immer noch sein Deck nach vorne mal zu bringen. Aber echt, Mann. Und leidet uns dann wie Pepe. Deckbauen auf der Straße. Dracopulse. Er denkt, er wäre jetzt Pro-Spieler. So. Aber echt, ich warte noch auf den ersten Spielfehler, Mann. Was ich nicht verstehe, Trunk sagt,
Cosmos besser und jetzt auf einmal ist doch dann wieder Pepe besser. Also. Ja, ich wollte was anderes spielen. Hey, ich hab keine Ahnung. Die geht die gerade 30 oder so, gell? Was ist das? Was ist das? Alte mit? Ja. Das interessiert hier keinen. Oder mein Omega, hau den her, oder? Nix wollte er einkaufen. Wer wollte kaufen? Psi, Höhlenlord Omega. Bitte mit Shuttle, Hati. Ich spiele mit Dogfighter. Dogfighter. 2000 Angriff. Ah, das gefällt mir echt nicht. Diese 2000 Artikel. Ich teste das mal. Keine Chance. Standard auch noch 2000. Hä? Standard auch noch zu 2000. Forerunner 2.8, Digga. Ja, aber das ist egal. Es geht um die Tokens. Kommst du doch mal. Wozu? Was machst du mit den Tokens? Ich kann schon was mit denen anstellen. Ich weiß nicht, Mann. Ich dachte, der hat 2.4 oder so. Aber so gefällt mir nicht, Mann. Warum die das mit Dogfighter gespielt haben? Auf diesem Grund. Es hat ein Spieler so gemacht, Mann. Digga, glaub ich. Ja, und der wurde zweiter Platz. Netdecker. Nein, das ist echt, ich bin echt nur auf der Suche nach Ding, nach Antworten, verstehst du? Und Antworten kriegst du nur dann, wenn du selber spielst. Ach, oder was, Mann? Galileo Mystery mit Tati. Tati Mulder. Eine neue Reihe, Alter. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Ich geh auf der Suche nach Antworten, warum die Leute das so spielen, ja? Ein neues Segment wird bald folgen auf TBT. Man weiß ja nicht, warum sie so spielen, man muss es selber rausfinden, Alter. Die X-Files, Mann, X-Files. Ja, ich schon, der eine hat noch weiter gespielt. Ich teste den. Auf der Suche nach Antworten. Wie kam es, wo ich gesagt habe, der Leine spielt das auch, hast du gesagt? Der Leine ist scheiße und die Karte ist scheiße? Aber jetzt, wo auf einmal ein zweiter Platz spielt? Nein, so war das gerade. Na klar war es so. Nein, so war das, Gott, Tati. Ich tue im Nachhinein tue ich mir dann schon immer die Sachen, die halt jetzt zum Beispiel du sagst oder irgendjemand schon zu mir dann überlegen, hab's dann mal überlegt und mal einfach mal versucht zu testen. Und der Leine ist einfach nur schlecht, keine oder? Zwei Infinity spielt. Ja. Was? Du brauchst aber keine 2 Infinity spielen. Warum? Kommst nicht so oft drauf. So egal, extra Deck eh unnötig, Mann. Ey, Hauptsache erst 10 Mario. Hauptsache erst 10 Mario. Natürlich, wenn ich Call of Nova mache, kann ich immer noch Ding machen. Aber die Option reicht doch, Mann. Hong hat in YCS praktisch einmal sein extra Deck benutzt, oder? Ja. Ja, das verstehst du. Vielleicht brauchst du heute auch nicht, mein Gott, aber Optionen sind halt da. Schau mal. Monarchen gegen Monarchen soll ich selber anfangen, Mann. Was denkst du? Boah, ich hab keine Ahnung, Mann. Aber ich auch keine Ahnung. Ich bin kein Spieler, Mann. Da fragst du echt den Falschen. Okay, welche Decks lasse ich jetzt immer anfangen, welche nicht? Egal, lass einfach alle anfangen, wenn du drauf weiter spielst, oder willst du? Nee, fang einfach nie an. Fang halt immer an, meine ich. Am besten mal anfangen. Hast du nicht bei Messi wieder gesagt, Anfang ist endlich? Ja, hat er. Aha, so. Aber ey, ja, komm, laber doch. Er hat die Antworten gefunden. Ja, ich frag ihn mal dazu. Was denn? Hast du beim letzten Video nicht gesagt, Anfang ist schlecht, immer Zweiter? Ja, das hab ich gesagt, aber ich hatte ja keine Spielpraxis. Ja? Und jetzt höre ich mal auf meine Kollegen. Die ja in Prag waren, die ja das gespielt haben und die auch Cosmo gespielt haben, die meint haben immer anfangen. Das werde ich heute mal testen, ob es wirklich gut ist oder nicht. Ja? Aber das ist halt nur gut, wenn du so krass ziehst wie ich. Ja, vielleicht ziehe ich auch so krass. Wenn nicht, dann ja Pech gehabt. Nee, wie gesagt, ich muss es halt ausprobieren. Ich habe kein bisschen getestet jetzt. Ohne Witz. Weißt du, er ist Prag, Baum zieht überkrass. Ich schau ein Duell so, ein einziges Duell. Tin Can. 4 Set Go. Ich so, oh mein Gott. Da kriegt er so. Aber trotzdem schaut er so böse, weißt du. Er so, ja. Aber meine Hand ist endschlecht. Aber eigentlich spiele ich ja so ein ähnliches Deck wie du in Prag, oder? Eigentlich spiele ich ja so ein ähnliches Deck wie du in Prag. So ähnlich, ja. Ja, genau. Ähnlich. Ja, doch alle ähnlich. Ich bin alle ähnlich, Mann. Ich bin alle ähnlich, außer der Cosmo Pro. Ja, Mann, sein Deck ist echt Wahnsinn, oder? Der hat echt ein verrücktes Cosmo Deck. Da ist der Lein, der zufrieden. Wenn ich leg den rein, dann darf ich so viel Karten ziehen, wie ich rein. Kennst du das Deck? Machst du einen Effekt, oder? Ja, dann musst du es nicht erklären. Ich hoffe, ich mach's richtig. Ja, wenn du hier. Das ist Endphase, nur einfach Mensch. Okay, sorry, ja, kann vorkommen. Kannst du es davor machen? Ah, ist ja kein Problem, mach halt davor. Ja, nee. Er muss halt seine Phasen ansagen. Der Leine sagt nicht seine Phasen an. Und dann sagst du, bevor Endphase, machst du doch das. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Doch? Also ich kann jetzt trotzdem das spielen, was bringt er? Oh mein Gott. Du musst härter durchgreifen, Mann. Vor allem gegen ihn.
ich wusste schon, gegen wen ich spiele, also von daher, ich kenne ja euren Kanal, also. Bin ich? Unverdienter Siegleiter. Echt unverdient. Ich hätte dir sowas von gegeben, Mann. Das kann ich mir nicht mit weiter anschauen. Oh mein Gott, gegen GB. GB Kollege. Shoutout an Bargisch, GB Kollege. Stell dir einfach vor, das ist Bargisch jetzt. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt süß.